die Salzelektrolyseanlage installiert. Die automatische Dosieranlage für Salzelektrolyse kann zusammen mit anderen Geräten im Technikraum aufgestellt werden. Das Gerät sollte als letztes an der Wasseranlage angeschlossen werden. Das heißt, kurz bevor das Wasser durch die Einlaufdüsen in das Schwimmbecken geführt wird. Lohnt es sich, eine automatische Dosieranlage für Poolchemie zu installieren? Auf den ersten Blick scheint die Installation einer Dosieranlage vorteilhaft zu sein. Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass es für deine Sicherheit und die deiner Familie besser ist, die Wasserqualität auch manuell zu überprüfen und das Gerät regelmäßig kalibrieren und warten zu lassen. Wenn dafür nicht gesorgt wird, kann das Gerät die Chemikalien im Pool falsch dosieren. Wie jede Maschine kann auch die Dosieranlage bei unsachgemäßem Gebrauch beschädigt werden und durch eine Überdosierung können die Chemikalien im Wasser sehr gefährlich werden. Aus diesem Grund sind die Anlagen nicht empfehlenswert. Sie sind teuer und geben ein falsches Gefühl der Sicherheit. Die Folge einer schlechten Dosierung kann die Oberfläche des Schwimmbeckens beschädigen, was sie im Gegensatz zu Hautschäden, die durch Chlorverbrennungen verursacht werden können, nicht mehr sehr harmlos klingt. Eine Überdosierung von Chlor durch die Dosiermaschine kommt häufig vor und ist kein Zwischenfall. Wie funktioniert eine automatische Dosierungsanlage? Die automatischen Dosierungsanlagen messen selbstständig die Qualität des Wassers im Becken und initiieren bei Bedarf automatisch Poolchemie in flüssiger Form ins Becken. Sie sind in der Lage, freie Chlor-, pH- und Aktivsauerstoffmoleküle zu kontrollieren und zu dosieren. Die automatisierten Dosiersysteme bestehen aus einer Pumpe, einer Regel- und Messeinheit und zweier Sonden, die sich im Schwimmbad-Burgestänge befinden. Die Sonden müssen alle 2 Monate in einer Kalibrierungslösung eingetaucht werden, was zusätzliche Servicekosten bedeutet. Wie funktioniert die Salzelektrolyse? Die Funktionsweise der Salzelektrolyse ähnelt dem Ökosystem der Ozeane. Die Zugabe von Salz ins Poolwasser und ein geringer Stromfluss in der Elektrolysezelle bilden Natriumhypochlorid, welches das Wasser im Pool vollständig desinfizieren kann, ohne dass andere Chlorprodukte hinzugefügt werden müssen. Denke jedoch daran, dass das Wasser immer noch mit Chlor desinfiziert wird. Bei Metallelementen im Pool muss geprüft werden, ob sie salzresistent sind, damit sie nicht korrodieren.